auf jeden Fall krass als Künstler. Ja, yeah. Was soll ich denn? Welche Erwartungen hast du von diesem Store hier? Ich muss ehrlich sagen, ganz schwierig. Oha! Ganz schwierig. Sieht schon groß aus. Ja. Also eigentlich gar keine Erwartungen. Ich habe zwar ein Foto gesehen, wie es in etwa aussehen soll, aber man weiß nicht, wie alt das ist. Ich hoffe, dass man hier so ein bisschen Wick Vibes bekommt, vielleicht auch Pieces, die man vielleicht so aus dem Internet kennt, so zum Beispiel so interieurmäßig. Aha. Aber ich glaube, der hat auch Interieur irgendwas drin gehabt, vielleicht so ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich bin sehr gespannt, komplett ohne Erwartung. Bro, ich habe auch komplett ohne Erwartung. Das Einzige, was ich so ein bisschen bei Rick Fire, ist halt so ein paar Schuhe, ne? Aber ansonsten bin ich da... Ja, ja, es ist stilistisch, ich bin da gar nicht so... Ja, ja, wir sind da, ja. Gar nicht so sehr mein Film. Ja. Aber ich feiere das, was natürlich da macht. Ansonsten, was sehr interessant ist, ist halt einfach, dass die Straße hier und hier ist einfach so ein riesen Gebäude, so sieht das aus. Und hier ist der Eingang. Wir wohnen einfach da vorne ums Eck. Einmal Rick's Store hier vor der Tür. Okay, lass mal reingehen. Mal gucken, was da abgeht. Let's go. Oh, da steht schon Security. Was geht ab, Friends, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video direkt aus Los Angeles. Wir sind immer noch hier aus West Hollywood bei Museum of Arts. Ganz wichtig, Freunde, was uns interessiert, ist hier Alexander McQueen ist hier unten. Es ist einfach so für Künstler, einfach für Artists, so ein bisschen Kunstausstellungen. Ich bin mal selber gespannt, was uns erwartet. Ich habe gar keine Ahnung. Ist alles auf Empfehlung von Eugene. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ich bin selber gespannt. Ist alles hier so ein bisschen so spezieller gebaut, sage ich mal. Drüben ist komplett Hollywood sein, wo ihr so ein bisschen wisst, was euch hier erwartet. Ich würde sagen, gar nicht viel schnacken. Wir schauen mal kurz, was Eugen uns dazu sagen kann. Eugen, du musst uns ein bisschen was darüber erzählen. Erzähl mal. Wir werden auf jeden Fall gelangweilt. Nein, Quatsch. Es ist ein extrem großes Gelände. Ich war nur ein einziges Mal hier drin und hier hast du Fotoausstellungen, Bilder, Gemälde, also wirklich alles mögliche, aber auch ein bisschen Historie. Ja. Aber alles, was in der Verbindung mit Kunst so zu tun hat. Also wirklich auch, ich glaube, die haben sogar auch eine Off-White-Ausstellung schon gehabt oder haben vor, eine zu bekommen. Mhm. Ja, ich weiß eigentlich nur, dass Alexander McQueen hier... Hab gerade eben schon gezeigt, dass hier das unten... Was,
Genau, also da unten wird es wahrscheinlich sein, dass das, was für uns interessant ist oder was am coolsten ist. Und ich glaube auch viel Fotografie. Und ich weiß gar nicht, ob die viel Historisches haben, weil mein letztes Mal schon wirklich sehr lange her. Ist aber ein riesiges Gelände. Ja, ich glaube, wir lassen uns einfach überraschen, oder? Okay, lass sein. Like the cool blue light.